Well done, 47. You can now redesign your home a bit to make it more you. Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Hitman World of Assassination und im Freelancer-Modus. Sind wir schon beim Finale? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir reisen heute erstmal nach Berlin oder so ein Quatsch. Wir gucken mal, ich nehme mal hier so eine Waffe mit einfach. Dann schauen wir mal hier drauf. Berlin ist das Finale. Oder machen wir das Finale in New York? Warte mal, aber hier ist doch noch irgendwo was. Ah, das Finale ist in Argentinien. Okay, ja, da ist heute Berlin dran. Was sollen wir machen? Giftkill, Ziel vergiften, Ziel vergiften. Alle betäuben. Mein Betäubungsmittel. Aber dann lebt der ja noch, das ist ja voll dumm. Schauen wir mal, was gibt's denn hier? Lautloser Killer mit Anzugpflicht in Berlin. Oh, oh nee. Ich glaube, das ist nicht so richtig machbar, ne? Warte mal, was kann ich noch machen? Ah, ja, wir nehmen es mal mit. Vielleicht ergibt sich irgendwas. Ich glaube es jetzt nicht unbedingt, aber so, ich hätte gern Dietrich, ich hätte gern eine Sieger. Ein Gift hätte ich natürlich auch gerne irgendwie. Bombe brauche ich, denke ich, für Berlin nicht, ne? Nehme ich eine Bombe mit? Was denn hier Gelbes? Achso, so eine Klammer. So ein Betäubungsgift brauche ich nicht unbedingt, würde ich behaupten. Aber ein richtiges Gift hätte ich voll gerne. Da muss ich mal schauen, wo wir hier den Pilz heute finden. Und eine Münze, ne? Münze würde ich zur Not auch in Berlin finden, aber ich schau mal, ob ich hier schon eine mitnehmen kann. Dankeschön. So, Pilze, Pilze, Pilze. Einer reicht mehr, so ein schöner Fliegenpilz. Achso, das ist immer der Stein zum Sitzen, ne? Und ich denke immer, ja, hier kann man doch bestimmt irgendwas Tolles noch einsammeln, aber nee. Ist schon mal kein Pilz. Kein Pilz. Oh, ich dachte für einen Moment, da ist er, aber es war nur ein Sonnenfleck. Da ist er. Ja, ich denke mal, das Betäubungsgift lassen wir weg, ne? Ja, wenn ich schon richtiges Gift habe, dann benutzen wir auch das. So, und dann nach Berlin natürlich am besten mit dem Helikopter. Dann kommen wir da gleich richtig gut im Club an. I'll be in touch when you reach your destination. Der fliegt auch wirklich nicht so träge ab, ne? Also diese Sequenz ist nicht so träge wie bei dem großen Helikopter. Gefällt mir ganz gut, das Ding. We have been informed that the syndicate is currently in operation here. Find the target and eliminate. Be careful, 47. And most of all, good luck. Ich bin direkt schon wieder an der Bar. So, ich tauche einmal unter. Dann mache ich die Musik ein bisschen leiser. Oh Gott, jetzt habe ich es verkackt.
Und dann machen wir gleich mal einen Screenshot hier. Und schauen wir auf die Karte, wo müssen wir hin? Nach oben. Laney Roche. Das ist hinter der Projektorbar im Mitarbeiterbereich. Okay, ja, dann gehen wir doch mal zur Projektorbar hoch. Was konnte ich da auch mitnehmen? Ach, eine Dose. Die wird mir wahrscheinlich nicht so viel nützen. Geht auf jeden Fall ganz schön gut ab hier. Da durchschaut mich direkt einer. Oh, hinter der Projektorbar, okay. Ich vermute, es ist eine Sie. Kommt die davor? Ich wollte gerade sagen, er ist dahinter gelaufen, ne? Aber es könnte ein extrem einfacher Kill werden hier. Ich muss halt nur warten, bis sie da kurz mal weg ist. Da ist sie weggegangen. Anzugpflicht. Ja, Anzugpflicht verkackt. Ach, ich hätte die Anzugpflicht locker machen können, ne? Das hätte halt echt 6000 gegeben. Na, okay. Ja. Da habe ich gerade nicht dran gedacht. Das war ein bisschen blöd. So, wo ist sie denn, die Gute? Da drüben. Und hier darf ich nicht sein, ne? Ach, am Rauchen ist sie da. Oder? Da steht nichts zu trinken, glaube ich. Dass ich hier einfach mal so vergiften könnte. Ich komme hier von der Seite lieber ran. Okay, du schaut mich nicht. Aber raucht hier halt, da wird es halt mit dem Vergiften ein bisschen schwierig. Aber nicht unmöglich, würde ich sagen. Wir schauen mal, was wir machen können. Das nehme ich mal an mich, wenn du nichts dagegen hast. Oh, sie geht sogar da lang, freiwillig. Fuck, 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 ich bin zu langsam. Darf ich ja nicht sein. Muss ich jetzt warten, bis sie hier wieder angekrabbelt kommt, oder was?
Wo geht sie denn hin? Ach, da hinten ist Tech Only. Und sie kotzt da hinten irgendwo runter. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen länger als nötig. Versorger da, Kurier dort. Ja, Kurier werde ich wahrscheinlich auslassen. Ah, es ärgert mich, dass ich das mit dem Anzug so versaut habe. Das wäre easy gewesen. Ja, also den Typen da auszuschalten, auf jeden Fall richtig. Aber ich hätte mich dann halt nicht verkleiden dürfen einfach. Ich hätte da ja in der Kiste drin bleiben können oder irgendwas. Sie kurz beobachten. Das wäre alles gegangen. So, gibt es hier eigentlich keine Technikerverkleidung? Und wenn nein, warum nicht? Da komme ich auf jeden Fall nicht vorbei. Das wäre ein bisschen zu gefährlich. Kann ich sie von hier aus sehen? Nee, irgendwie nicht so richtig. Ach, sie ist schon wieder auf dem Rückweg, ne? Ja, das ist sie. Okay. In dem Fall chill ich mich einfach hier. Und sie wird ja dann gleich hier rüberkommen, denke ich mir. Und dann locke ich sie nochmal mit der Münze da drüben rein und niete sie um. Ah, ne, das ist falsch. Syndicate member eliminated. Well done, 47. Return to the safe house. Collect yourself. Ja, so einfach hätte man das machen können. Und ich hätte mir echt... ich hätte mich echt nicht verkleiden müssen. So, eine Etage nach oben muss ich, glaube ich, ne? Ja. Dann machen wir uns doch mal auf den Weg. Und dann sind wir hier auch gleich raus. Hallo. So, jetzt soll ich hier einmal Richtung Toiletten gehen. Achso, das ist hier hinten wieder im Mitarbeiterbereich, aber ich habe eh nicht viel Geld. Kann mir da nichts Gescheites kaufen eigentlich. Ich kann einmal zu den Toiletten gehen irgendwie, ne? Das ist hier halt direkt nebenan. Wir können uns das einmal anschauen. Ja, aber hier kann ich ja auch keinen Quatsch machen. Mit dem Kurier, also... Das könnte vielleicht ein bisschen auffällig sein, ne? Wenn ich hier anfange, Schlösser zu knacken. Ja, ich glaube, ich gehe einfach. Ich könnte mich hier durchschleichen.
Ja, aber ich will heute nichts kaufen. So, Ausgang. Wo will ich denn raus? Haupteingang am besten, ne? Ach, ich gehe direkt hier hinten zum Nebenausgang raus. Und dann fahre ich mit dem Fahrrad weg. Ja, kurze Nummer hier auf jeden Fall. Unnötig Geld liegen lassen. Man hätte es easy im Anzug machen können. Wahrscheinlich hätte ich nicht mal den Typen da umnieten müssen, aber das war mir schon sicherer. So, das dürfte auch kein Level abgegeben haben. Dann schauen wir mal, was in der Kiste ist. Und beim nächsten Mal geht es dann nach New York und oh, das Territorium ist schon wieder alarmiert. Let me know when you're ready for your next assignment. Oh, ein Elektronikschlossknacker. Den nehme ich super gerne mit. Habe ich schon wieder alles weggeworfen? Dietrich Sieger, ja, das Gift bin ich schon wieder los irgendwie. Ich meine, hier habe ich ja eine ganz gute Ausrüstung. Prinzipiell. Wie sieht denn das aus in New York? 3 Ziele. Ah, okay. Da kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Lautloser Killeranzug Pflicht. In New York. Boah, nee. Ich glaube, das wird schwierig. In New York will ich mich ja eigentlich schon richtig verkleiden. Ach, kann man hier eigentlich so eine Chloroformflasche mitnehmen? Theoretisch ja, ne? Wo kommt denn die hier rein? Ach, hier rechts neben die Betäubungspistolen. Okay, alles klar. Dann war es das für heute auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.